Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Reloaded. Und heute wird es mal wirklich fast nur eine Timeless-Folge sein, denn wir haben, nachdem ich jetzt den 24-Stunden-Stream gerade hinter mir habe, die Villa noch nicht fertig. Man sieht ja hier so die ersten Grundzüge. Und in diesem Stream, in dieser Folge wollte ich jetzt die Villa zu Ende bauen und das wird natürlich ewig lange dauern, deswegen packe ich das direkt in ein Stream, Timelapse. Bis dahin und ja, gehen wir in den Timelapse. Thank you.
Ja, und da habe ich den Timelapse jetzt auch mal fertig. Ich habe jetzt das Haus fertiggestellt, ziemlich viel offscreen, weil ich habe noch festgestellt, nachdem ich die Aufnahmen jetzt beendet habe, die Aufnahmen gingen 4 Stunden oder so in der Rohdatei, ich weiß nicht, ob ich alles verbaut habe, habe ich bestimmt noch weitere 5 Stunden oder so an diesem Haus gearbeitet und es ist jetzt wenigstens komplett fertig außen. Ich muss die Grafik wieder runterstellen. Ich habe es jetzt nur fürs Thumbnail und das erste Bild hier wieder auf 4 auf 10 Chunks gemacht, aber wir haben jetzt das Haus komplett in der Außenhülle fertig. Wir haben hier den Balkon, die geile Eingangshalle, die ich übrigens auch schon angefangen habe einzurichten. Also da beginnt es halt jetzt auch, dass wir da ja quasi die ersten Möbel haben, aber ich habe mir gesagt, selbst ich kann eigentlich dieses Haus nicht fertigstellen, wenn kein Deco-Craft drin ist und noch besser mein Painter, weil dann kann ich quasi erst richtig die Möbel herstellen, die Möbel bauen. Hier können noch Sofas hin, da auf diese Dinger, da sollen Statuen hin, ne, so eine große Eingangshalle links, rechts und dann kommen halt die anderen Räume und man sieht das ja quasi auch hier, da sind sie ja hier nicht mal zu Ende, da hinten kommt eigentlich noch was weiter. Bis da hinten hin, hier die Garage, alles was da ist, das hat halt auch riesige Ausmaße, das Haus. Und ich habe mir hier, dank viel Milizia und ähnliches, eine Rüstung geholt, auch in der man wirklich creative fliegen kann. Und wir gehen aber jetzt erstmal schlafen, damit wir hier einen Tag haben wieder. Für die Aufnahme. Da kann ich euch ja noch kurz zu Folgenende zeigen, was das Haus hier quasi noch so hat. Also hier die Frontseiten, ne? Hier kommt noch ein Garagentor drauf, dass man hier eine Garage hat. Mit einem hier kleinen Schuppen, den ich dran backe. Aber Garage ist gut, das ist mehr so eine Art Hangar. Und dann haben wir hier halt hinten viele Räume, viele Fenster, dass wir hier alles zum Garten machen können. Die ganze Karte hier, jetzt kann ich hier mit M hat natürlich die Karte. Hier, das können wir alles zum Garten theoretisch machen. Mit wirklich so Riesenfenstern. Auch hier ist ein Kamin. Da geht's noch weiter. Hier bin ich ein bisschen von der Vorlage abgewichen. Da dachte ich mir, entweder mache ich das Dach hier direkt so schräg runter. Das sah aber irgendwie nicht so schön aus. Also habe ich hier einen Balkon drauf gemacht. Kann man hier stehen. Fand ich eigentlich auch ganz schick, dass man hier so einen schönen Balkon hat. Übrigens mit vielen Ambossen. Und halt auch hier aus wirklich runtergucken kann. Das fand ich eigentlich ganz schick und ja, ich würde sagen, die Inneneinrichtung, das mache ich dann irgendwann im Stream oder so. Vor allem, also die Innenwände müssen ja erstmal gezogen werden, dann die Inneneinrichtung. Und ja, ich würde sagen, das war's quasi mit der Folge und ich würde sagen, bis dahin und tschüss.